Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Oh mein Gott, was geht denn hier auf YouTube ab? Na, kaum sage ich ein paar gute Worte über den Bösemann. Was macht er? Genau das, was ich sage. Ja, er sagt das, was man gar nicht sagen soll. Ja, plaudert er einfach so raus. Okay, und die ganze YouTube ist auf den Kopf gestellt. Ja, und da verstehe ich auch, dass viele Menschen darüber getriggert sind. Ja, verstehe ich zu 100%. Ja, aber das ist genau das, was ich auch in meinem Video gesagt habe. Ja, der Redemann, das ist einer, ja, wie gesagt, hat glaube ich im Mittelpunkt steht Syndromkomplex. Versteht ihr, was ich meine? Er sagt irgendwas raus und danach merkt er das manchmal, ey Mann, was habe ich jetzt für einen Scheiß gemacht, was habe ich jetzt für einen Job gemacht und wie kann ich das wieder gut machen, ja, und dann verplappert er sich noch mehr und noch mehr, unprofessionell ist er sowieso, versteht, deswegen habe ich auch gesagt, entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht, ja, und, aber ich stehe immer noch dazu, wenn man ihn als Freund hat, dann ist er bestimmt einer der loyalsten Freunde, was man haben kann. Aber natürlich, das, was ihm da ausgerutscht ist, ja, mit diesem, ihr wisst schon, was ich mache, mit diesem White Power, tun wir auf gar keinen Fall unterstützen. Oder das ist wirklich das Letzte, was ein Mensch von sich geben sollte. Wobei ich wirklich auch sagen muss, ja, wirklich, ja, dass ich das auf gar keinen Fall glaube, dass der böse Mann irgendwie rassistische Absichten hat. Ja, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Naja, aber schauen wir uns mal an, wie das Ganze überhaupt angefangen hat, ja, und dann sagen wir nochmal ein paar Sätze dazu. Noch bevor wir aber uns das Video anschauen, möchte ich nochmal ganz kurz zu Rassismus sagen. Ich verstehe auch den Bruder Manuelsen, dass der am meisten davon getriggert ist. Ja, ich gebe ihm auch zu 100% recht. Ja, ich selber bin mit Rassismus aufgewachsen. Ich kann mich noch an meine Schulzeiten erinnern. Jeden Tag Rauferei. Warum? Ich bin mit denen verdammte scheiß Türkenwitze aufgewachsen. Ja, jeden Tag haben diese, ich sag nicht mal Kameraden, ja, diese Typen in der Schule Türkenwitze gerissen. Ja, wie zum Beispiel vier Leute am Mülleimer, was ist? Ja, Mittag, Türken beim Mittag. McDonalds Mittagessen oder warum haben türkische Jungs Oberlippenbart, ja, weil sie der Mutter nachkommen und solche Sachen und jeden Tag hast du darauf reingegeben. Ich bin mit der Generation in die Schule gegangen, da war wohl möglich sogar, ja, sogar der Vater noch in der deutschen Wehrmacht gegen Schluss des Zweiten Weltkrieges, dass der Opa 100% im Wehrmacht war, ja, das hab ich mit meinen eigenen Augen gesehen, weil ich war oft zu Besuch bei meinen deutschen Freunden. Ja, und deshalb verstehe ich das auch, wenn jemand von klein auf, ja, mit dieser Sache zu kämpfen hat. Ja, das haben ja aber alle Ausländer, alle Kanaken hier in Deutschland haben damit echt zu kämpfen gehabt. Aber wir schauen jetzt mal zu, wie das alles dazu gekommen ist, dass wie das alles angefangen hat. Okay, Leute, let's go. Schickes Hemd. Sind Sie hier im White Power Club? Hallo, ganz locker. Hat Scherz. Da wir gerade mal im Einsen sind. Ja, das ist halt der böse Mann, ne? Jetzt aber, wenn ihr das mal genau hinschaut, ja, jetzt merkt er das, oh Scheiße, jetzt habe ich einen scheiß Joke gemacht, ja, und jetzt, das ist das genau, was ich gesagt habe, ja, jetzt sollte er normalerweise, eigentlich sollte er das hier rausschneiden, ja, ich bin mir auch wirklich ganz sicher, dass er nichts mit Rassismus und so weiter zu tun hat, aber das macht man nicht, ey, böser Mann. Junge, das macht man nicht, ja. Und hier merkt er schon, oh, jetzt habe ich Scheiße gebaut und jetzt kommt natürlich das Ekelhafteste von ihm, ne, wie so ein, dieses herausgepresste Lachen, ne, wie so ein Bayer beim Kacken, ne, das ist ja das, was ich gar nicht feier bei dem, ne, ich habe ja den auch am Anfang gar nicht gefeiert, ihr wisst, Leute, ich habe bis jetzt ein Video gemacht und das war das letzte Video, wo ich gesagt habe, ey, so und so ist es, den kann man jetzt mittlerweile langsam mögen, kaum sage ich was und passiert auch noch über dieses Video habe ich Reaction gemacht, ja, und es ist mir gar nicht so, ich habe schon gedacht, jemand ist echt scheiße, was er da gemacht hat, und
habe ich dann weiter gespult, aber ich sag ja, ja, das ist halt das dritte Mal. Und da macht er echt den letzten Scheiß und jetzt wieder das noch retten, ja, anstatt er jetzt einfach, ja, seinen Mund hält, ja, immer weiter wühlt er sich jetzt im Dreck um. Schaut mal genau hin, Leute. Der hat doch mit seinem Handy dann so, nachdem wir die Platzzeit gemacht haben, hab ich doch gesagt, der hat Angst zum Sparen gekommen und so. Ja. Da hat doch der so mit Handy aufgenommen. Was ist denn oben ohne? Na, merkt ihr das, Leute? Merkt ihr das? Jetzt weiß er nicht mehr, was kommt. Ja, so schnell kann er ja nicht denken. Ja, das wissen wir. Unprofessionell ist er auf jeden Fall. Ist bestimmt ein lieber, netter Kerl. Guck mal, ich sag wirklich das, was ich im letzten Video gesagt habe. Ja, da bleibe ich dabei. Ja, aber das, ja, das ist wirklich richtig scheiße gewesen von ihm. Versteht ihr, was ich meine? Und jetzt will er sich retten und wühlt sich dann immer weiter. Das ist wie so ein Moor, weiß, wo man da drin ist. Und dann will man raus und das Ding zieht einen immer mehr runter. Und da seht ihr jetzt ganz genau. Ja, so, ich hab mich totgelacht. So frisch aus dem Schlaf, weißt du? So, Lippen so von der Wolf. Weißt du, das kommt? Das kommt so voll. So aus dem Schlaf, vor allem die Scheißnacht hinter sich, weißt du? Und dann so. Genau deswegen habe ich auch gesagt, hey, manchmal, wenn du echt einen Blödsinn rausredest, dann hör doch einfach auf, ja, hör doch einfach auf oder schneid es doch raus. Versteht ihr, was ich meine, Leute? Okay, dann gehen wir mal weiter und dann schauen wir mal, was Bruder Manuelsen dazu gesagt hat, ja, und was wie er sich dann dazu, also der hat ja dann ein Statement gemacht, der böse Mann, ja, wobei ich echt auch sagen muss, ja, meiner Meinung nach, okay, bis auf eins, ja, war das einer seiner besten Interviews, ja. Ich habe viele Interviews bei ihm, noch nie ein Interview ganz durchgeschaut, weil das geht nicht, weil da kriege ich Zuckungen und so weiter und so viel, da manchmal eher ungewollt Mist labert, ja, das brauche ich mir nicht zu geben. Aber meiner Meinung nach ist einer der, naja, besten Interviews, was er dann danach gemacht hat. Okay, jetzt wissen wir ja, warum das angefangen hat. Ja, und dann schauen wir uns mal weiter an, was die anderen dazu gesagt haben. Tun es bitte, hör auf, so zu tun, als ob irgendeiner vor dir Angst hat, oder? Hör doch bitte auf. Wir waren doch nett, wir waren doch höflich. Was hast du mit dir, oder? Ja? Was ist los mit dir? Sagt dir keiner, dass du ein sehr fehlerhaftes Verhalten hast, oder? Sagt dir keiner von deinen Freunden, dass du dich falsch verhältst? Ich sag dir nochmal, Bruder, kein Mensch hat Angst vor dir. Sparring machen, Bruder, komm, leg es, ich bin gleich da. Wenn du in der Nähe bist, komm vorbei. Wenn du drei Stunden brauchst, da wo du uns kennst, warte da, Bruder. Komm, leg es dir, Bruder. Komm, Wagenstraße 30 ist es doch, Bruder. Komm, bitte. Ja, wie ihr seht, ja, das ist ja auch das, was ich sage. Ich meine, Leute, hey, wenn ihr seid doch Freunde, wo jeden Tag und Nacht mit ihm, sag mal, einer seiner engsten Freunde muss doch manchmal auch zu ihm sagen, hey, sag mal, ey, benimm dich mal wirklich ein bisschen anders oder ein bisschen professioneller, ja, also Freunde heißt ja nicht immer, dass man zum alles Ja und Amen sagt, ja, man muss ja auch manchmal die Fehler einem Bruder ins Gesicht sagen können, versteht ihr, was ich meine, ja, das geht jetzt an seine Freunde, ja, an seinen rechter Arm oder so, ja, und man kann ja auch mal sagen, hey Bruder, jetzt übertreibst du oder laberst echt einen Scheiß, das meint der Bruder Manuelsen, guck mal, da ist er ganz lieb, ganz nett, hey, was ist los mit dir, ey, hör doch mal auf, kein Mensch hat vor dir Angst, ja, und dann immer wieder hat er den Manuelsen natürlich getriggert, ja, und er hat es natürlich spaßig gefunden, ja, der erinnert mich so an so einen Typen, das war bei uns in der Schule auch so, der hieß Thorsten, ja, und der hat jeden Tag bekommen, aber hat trotzdem jeden Tag nicht aufgehört, ja, die Leute aufzuregen.
Versteht ihr, was ich meine? Und das hatte mir jetzt irgendwie, findet es der böse Mann witzig. Ja, haben wir ja auch vorhin gesehen, wo er dann anfängt, in der Scheiße herauszureden. Und ja, hast du gesehen, wo er so war und dann so in die Kamera reingesprochen hat. Ey, halt doch einfach da deinen Mund und was weiß ich, dann schneide das Scheißdreck da raus. Versteht, was ich meine? Dann passieren solche Sachen gar nicht. Ne? Passieren solche Sachen gar nicht. Ganz einfach. Guck mal, ich bin gerade beim Training und muss jetzt neben Leute darüber in den Nachrichtenportalen, in den Blogger, YouTuber, was ich nicht kann, darüber diskutieren, dass jetzt auch noch nicht, ich war von unserem albanischen Ehrenmann, guck mal, ich sag euch was, ich kann euch nicht zwingen, dass sowas sehr verletzend Das ist im Grunde genommen sonst was, was man machen kann, aber man kann nicht reden. Ich kann schon deswegen, aber deswegen sage ich, ich wollte es, guck mal. Ich werde mit jedem Internetportal und jedem Internetwerk oder jedem Nachrichtenportal oder jedem Blogger oder sonst irgendwas, der noch mal jemals über den über ihn berichtet oder mit ihm berichtet oder sonst irgendwas was macht, werde ich nie wieder ein Interview geben, nie wieder, werde ich mit den Leuten reden und nie wieder. Also, ja, das hat ihn wirklich getriggert. Das ist das, was ich ja auch meine. Wisst ihr, ich meine, ich bin mit Rassismus aufgewachsen. Viele bestimmt meine Landsleute oder viele meine ausländische Bros sind mit dieser Scheiße aufgewachsen. Ich kann mich noch erinnern, wie sie damals uns getriggert haben. Ja, und heutzutage ist es wieder ganz anders. Könnt ihr euch noch erinnern, die, wo in meinem Jahrgang sind, die, wo da in die Schule gegangen sind? Früher, ja, die Weiber in der Schule sind ja rumgelaufen mit den Haaren unter den Achseln, ja, da haben sich über unsere türkischen oder muslimischen ausländischen Mädchen immer sich Witze darüber gerissen, ja, wie so eine, was weiß ich, wenn Türkenmuschi, rasierte Muschi und so weiter, ja, da haben die deutschen Frauen, die deutschen Mädchen Haare gehabt unter den Ärmel, was weiß ich, die waren fast so lang wie die Haare auf dem Kopf. Ne? Und heute, was passiert heute? Ja, heute haben sie das eingesehen, dass das hygienischer ist. Versteht ihr? Ich habe damals Fußball gespielt. Ich weiß noch, wie diese Deutsche da rumgelaufen sind. Hey, die haben, da hast du die Eier nicht mal gesehen. Und haben sie zu mir gesagt, wieso ich mich rasiere? Habe ich gesagt, ja, ganz einfach, ja, weil ich will, dass meine Freundin mir nicht nur 20 Sekunden eine Blowjob macht, sondern eine halbe Stunde, ne? Was soll das, ja? Weil mit den Haaren da zwischen den Zähnen. Das haben sie damals auch nicht verstanden, ja? Und heute wissen sie, dass das hygienischer ist, ja? Heutzutage, früher, Beschneidung zum Beispiel, ja? Jeder dritte oder vierte Deutsche, ich weiß jetzt die Zahl nicht ganz genau, ja? Wird auch beschnitten. Warum? Das stand schon bei uns von unserem Propheten, dass es hygienischer ist. Ja, also, das kommt da mittlerweile, aber mit dieser ganzen Rassismuswitze bin ich aufgewachsen. Und er hat noch bestimmt noch eins drauf gehabt, ja, weil er dunkelhäutig ist. Und deswegen verstehe ich ihn auch, ne? Und ja, deswegen verstehe ich ihn auch. Und das war eine klare Ansage an alle. Jetzt bin ich mal echt mal gespannt, was diese Rapchecks und so weiter alles so machen, diese großen, die Interviews machen, ob sie dann wirklich mit dem bösen Mann machen. Aber ja, schauen wir uns mal weiter an. Komm, wohin du willst. Reicht. Es reicht. Mach dich nicht größer als du bist. Komm. Ich zeig dir White Power. Du redest von Hans aus Herr und Gewehr, Mann, und siehst diese ganzen albanischen Sprüche, die du da bringst. Komm, so, gibt's keine Kameras, gibt's keinen Trubel, gibt's keine Klicks, nur White Power. Komm, Habibi, ich bin nicht dieser andere Rapper, ich bin nicht dieser andere Rapper, ich warte seit zwei Wochen noch, komm. Ja, Leute, ihr habt's gehört, also der Bruder Manuel ist mal richtig getriggert und wisst ihr, irgendwann reicht's einem, ja, ich verstehe das ja auch.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Wie gesagt, der sagt halt manchmal wirklich Sachen, was echt nicht dazu gehört. Aber dass er dann nach diesem verdammten Scheiß-Joke, ja, auch noch sagt, ey Bruder, meine Wilson, hey, jetzt nicht böse sein, ist nur Spaß. Ja, er hat eine ganz andere, der hat eine komische Art von Humor. Deswegen habe ich ja auch in meinem Video gesagt, ey, um den zu mögen, es gibt kein Mitte bei dem. Ja, entweder ihr mögt ihn oder ihr hasst ihn. Ja, am Anfang kam er mir so unsympathisch vor, da habe ich gesagt, hey, mein Gott, bin ich der einzige Typ, der, dass der böse Mann mir so unsympathisch kommt, ja, einmal wegen jeden da blöd angemacht und so weiter, was weiß ich, mit dem sinnlosen G und mit dem sinnlosen W, also ihr wisst so, Kind, was ist denn los, Mensch, ey, ich sag nochmal, appelliere an die Freunde, die wo ganz nah zu ihm stehen, man sagt doch ihm, ey, das gehört sich nicht für einen erwachsenen Mann. Versteht ihr, was ich meine, Leute? Ehrliche, echt. Naja, und dann, ganz am Schluss, hat natürlich der Redemann das Interview rausgehauen, wo ich echt meine, endlich mal, ja, hat er mal kein Müll geredet, ja, kein Müll geredet, aber wir müssen doch ein paar Sätze dazu sagen, ja? Okay, legen wir mal los. Platz 23 Spezial, Blanco. Was geht? Bei dir? Geht. Pandemie, Leute. Aber geht. Ja, ich muss sagen, da wird jetzt bestimmt die Sachen. Da kommen die Ratten aus der Höhle, so muss man sagen. Kann man so sagen, auf jeden Fall. Jetzt kommen die Ratten aus der Höhle. Ich bin wirklich auch auf 100. So, was die ganze Thematik abgeht. Genau das ist es, ja. Du findest es vielleicht witzig, böser Mann, aber das ist wirklich nicht witzig, ja. Und ich weiß zu 100%, du kommst ja selber von einem Land, weißt du, wo kriegsbeschädigt ist, ja. Ich habe so viele albanische Freunde und die sind so mit Stolz auf ihr Land, das finde ich auch super. Jeder Kanake ist stolz auf sein Land. Ich weiß, weil wir können gar kein Rassisten sein. Wir sind ja alle eigentlich sozusagen hier in Deutschland, sind wir alle Gastarbeiter, Ausländer, egal ob ihr den deutschen Pass habt oder nicht. Ich habe den auf jeden Fall nicht. Ich habe ihn noch nie bekommen. Ich habe ihn dreimal beantragt und sechsmal abgelehnt. Ja, ich habe auf jeden Fall keinen deutschen Pass. Ja, aber ich sage euch ja, egal ob ihr deutsche Pässe habt, ja, ihr seid hier in Deutschland keine deutsche Jungs. Okay, ihr seid keine Deutsche, also okay, der einzige Vorteil ist, ja, wenn ihr in den Knast kommt und über 3,5 Jahre im Knast sitzt, ja, dass ihr dann nicht ausgewiesen wird. Das ist das einzige Vorteil, ja. Und du findest das witzig und dass der Bruder Manuel es nicht witzig findet, ja, weil er schon seit Jahren, über 40 Jahre damit zu kämpfen hat, finde ich auch voll verständlich. Was ist jetzt hier Rassismus? Weil ich gesagt habe, Manuel war nur ein Scherz. Aber ich wusste, dass Manuel der Erste ist, der darauf reagieren wird. Alter, schneid doch das Ding raus. Was musst du da immer die Leute triggern? Und auch noch, du weißt doch ganz genau, dass der Manuel ein ganz anderer Charaktertyp ist, ja? Ja, das ist ein ganz anderer Charaktertyp. Das weißt du doch. Also, wieso machst du das, oder? Hey, ich trau mich nicht mal zu meinen dunkelhäutigen Brüdern zu sagen, Schwarzer. Also Leute, ehrlich, ich sag dieses Wort nicht einmal. Ja, ich habe so viele, ich habe von jeder Nation, habe ich Kumpels, ja. Von dunkelhäutigen Leute, von Kamerun, mein besten Bros kommt aus Kamerun. Grüße gehen hier raus an meinen Freund Esimi aus Nürnberg. Versteht ihr, was ich meine? Okay, an meinen kleinen Bruder Julian, ja. Ich meine, wir sind mit denen um die Häuser gezogen, alles, aber ey, weißt du, manchmal übertreibst du es wirklich,
ja, übertreibst du es wirklich. Und das ist genau das, ja, du verhältst dich nicht wie, naja. Hab ich gewusst. Und was hast du gesagt? Komm, schneid mal raus, bevor da irgendwas ist. Schneid mal raus, das rausschneiden. Das ist doch nichts gewesen. Das war doch nichts. Wir haben euch schon Schürze gehabt. Ich hab gesagt, sind wir hier im White Power Club? Sind wir etwa im White Power Club? Das ist ja eigentlich, wenn man sich das genau analysiert und anhört, ist das herablassend gegenüber dieser White Power Organisation. Ja, man kann es so sehen oder so sehen. Auf jeden Fall, ich unterstreiche den Satz nochmal. Ich bin mir ganz sicher, der hat echt scheiß Joke gemacht. Und dann sagte er selber auch, der hat dann so richtig in die Scheiße runter in die Kloschüssel reingegriffen. Ja, aber genau das ist es doch. Dann hör doch auf oder tust doch einfach raus. Verstehst du was? Oh, echt, ich schwör's dir. Ey. Dann machst du ein Video über ihn, wo ich dann sage, ey, bestimmt, wenn du den als Freund hast, ist es einer der loyalsten. Und jetzt sowas, ja. Naja, ist ja. Und mal davon abgesehen, ich weiß gar nicht, wer auf die Idee gekommen ist, mir hier den Kuckucksklan in den Mund zu legen. Ja, das muss ich jetzt echt sagen. Also, ich habe das nicht gehört. Ja, ich habe danach das Video auch nochmal angeschaut. Ja, also, auf gar keinen Fall. Ich sag's ja nochmal, ja. Das, was ihm da rausgerutscht ist, ey, das ist im ersten nach 5 Sekunden bewusst geworden, ey, was er für ein Mist gelabert hat. Ja, aber das mit dem KKK auf gar keinen Fall, ne? Also nicht, dass wir da irgendwelche Abmahnungen bekommen oder so, ne? Aber auf, ich hab's nicht gehört. Wo hab ich Kuckucksklan erwähnt? Wer sagt das die ganze Zeit? Keine Ahnung, was das für eine scheißschwierige Sache hat. Das sind, du weißt ja, wie das sind. Medien und so, ja? Ja, ist okay, aber trotzdem, wir müssen auch ein bisschen aufpassen. Die Medien müssen auch ein bisschen aufpassen, hier, was hier für Sachen stiftet, diese ganze Fitnessstifterei und so weiter. Ja? Ja, genau, ne? Ja, der wurde diese Fitner gestiftet hat. Wir wissen ja, ne, von wem das kam. Ich glaube, das war der Rap, der gut ist so, ne? Also ehrlich, ich weiß gar nicht, hey, was da die Leute daran so geil finden, ja, sich da aufgeilen und dann irgendwelche Videos da, wo diese Kuckuckspläne auf den KKKs da auf diese Pferde rumreiten und so weiter. Hey Leute, jedes Land hat mal gelitten, ja. Jedes Land. Sei das albanische Brüder, seien das meine meine dunkelhäutigen Brüder, ja, sei das Osman, sei das Türken, ja, wir haben alle gelitten, also wirklich, manchmal muss man echt aufpassen, wo ein Satz hinführen kann, okay? Und erst recht, wenn man so ist wie du, böse Mann, ja, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, dann musst du doppelt und dreifach und fünffach aufpassen, ja, was du von dir gibst, was du für Müll raus manchmal redest. Ja, ich will dir jetzt wirklich nicht sagen, wie du zu reden hast, aber zumindest der Plakko an deiner Seite sollte das dir manchmal echt mal so einfach, hey, hör auf, Bruder, ja, das kannst du mal machen, Plakko, und nicht zu allem Ja und Amen sagen, okay? Und da ist der böse Mann bestimmt ja auch nicht böse, wenn du mal deine Meinung sagst. Du musst auch ein bisschen aufpassen, weil der böse Mann hat noch nie den Kuckucksklan erwähnt, sympathisiert oder sonst in irgendeiner Form gut gefunden oder sonst irgendwas. Okay? Ich sehe mit dem Mann, böse Mann, Kuckucksklan, White Power, dies, das, hey, das war ein behinderter Witz, ganz einfach. Ganz einfach ein beklagter Witz. Und jetzt kommt man mal aus der Ecke so ganz mies. Weißt du, was ich für ein Gefühl habe? Ne? Dem geht es gar nicht um diesen Spruch. Wenn es nicht das gewesen wäre, dann wäre es halt was anderes. Jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Ja, ey, dieser Mann hat damals auch, wo er mit dem Synergy Streams gemacht hat, ja, wo du das eine Wort mit dem Hund falsch verstanden hast, ja. Okay, da hat er auch gemeint, ey Bruder, wir haben ja uns damit lächerlich gemacht. Ja, danach hast du das ja, denke ich mal, auch verstanden. Also, nee, auf gar keinen Fall jetzt. Ja, schieb jetzt nicht die ganze Schuld jetzt auf den Bruder Manuelsen. Nee. Ja, und von dem Video, was ich ganz am Anfang gesendet habe, da siehst du ja auch, ne, wo er sagt, hey, was ist denn mit dir los? Ja, sagen deine Freunde nicht so und so, ja, und immer lieb, immer nett, ja, immer nicht beefwollend, ja, hat er doch immer zu dir gesprochen, ja, Bruder, hör doch auf, benimm dich wie ein erwachsener Mann, ja, das kannst du jetzt mit 19 echt nicht vorwerfen, sorry, aber das alles, aber das nicht.
Der hat nur darauf gewartet, dass irgendwas kommt, dass er hier abholzen kann. Aber dann hat die Rechnung nicht mit mir gemacht. Weil ich das mir von dir nicht gefallen und ich werde mich auch nicht entschuldigen. Für was denn auch? Für was soll ich mich bei dir entschuldigen? Ja? Für was ich nicht bin? Soll ich nicht als... Ich war alles Mögliche sein, aber ich bin kein Rassist auf jeden Fall. Ja, das... Von einer Seite gebe ich ihm recht, ja, wenn er sich entschuldigt, dann kann sein, dass irgendwelche Vollidioten denken, ey, okay, der hat seinen Fehler eingesehen, aber er hat das nicht so gemeint. Für ihn war das wirklich, ja, so ein trockener Scheißwitz, was man das wirklich nicht macht, aber das ist es, ja, und deswegen habe ich eine ganz andere Philosophie. Ich lebe nach einem ganz anderen Lebensstil, ja. Viele meiner Landsleute kennen den bestimmt auch, ja. Ich lebe nach dem Lebensstil wie der richtige Kabadayı aus der Türkei, ja. Gott soll seine Seele gnädig sein, Dündar klutscht. Er hat immer gesagt, ja, ich mache keine Fehler, deshalb werde ich mich auch nie entschuldigen, ja. Böse Mann, lass dir das echt mal gesagt sein. Guck, dass du in der Zukunft auch keinen Müll laberst und keine Fehler machst, ja, dann kommt auch nie die Situation, dass man von dir eine Entschuldigung verlangt. Okay? Machst keinen Fehler, entschuldigst du dich nicht. Fertig, aus. Absolut nicht, nein. Wir sind generell keine Rassisten, wir haben nichts gegen andere Rassen oder sonst irgendwas. Mit hundertprozentiger Sicherheit hat er da recht. Mit hundertprozentiger Sicherheit. Nicht. Und man hat auch gesehen, hier bei meinen Gym trainieren schwarze Jungs, ich respektiere die und behandle die nicht anders als die anderen. Ja, die Jungs. Den Tänzen wollte ich kurz drauf und dran, weil ich drauf und dran, die Jungs zu sein. Das hat nicht funktioniert, weil sein Manager irgendwelche Faxen gemacht hat und dann habe ich gesagt, komm, ich habe keinen Bock auf den Scheiß, auf den Mac. Ich war kurz drauf und dran, den Tänzen zu sein, das ist ein Top-Rapper. Weißt du, was ich meine? So. Und jetzt kommt man mal nachher und will die Zähne ausschlagen, nee, was ist der andere? Der Loco. Aber zu dem kommen wir gleich. Also, wie ist das mal Malönsen lernen hier? Die ganze Thematik. So, weißt du, du nennst mich unser albanischer Erla und so weiter, weißt du, in einem zynischen Ton, der mir gar nicht gefällt. Verstehst du? Ach nee, der will dir gar nicht, ja, weil du was von dir Blödsinn manchmal rausgibst, deswegen sagt er ja, ja, du haust manchmal Sprichwörter raus, wirklich, dann denk mal, hey, das ist deiner, boah, und so weiter, ja, aber dann kommen dann solche Jokes von dir, hey, also sorry, Mann, ey, was soll der Mann dann von dir denken, ey, sorry, echt, wo er recht hat, hat er recht, böse Mann. Weil ich, ja, habe jetzt vielleicht in die Kloschüssel reingegriffen mit diesem Witz, das war ein behinderter, bekleckter Joke war es, okay? Aber das war auf unsere Shirts bezogen, ja. Ja, erst gibt es ja auch selber zu, ne? Es waren auf die Shirts bezogen, aber dann noch auch noch diese Aussage, ja, nicht böse sein und so weiter, nicht sauer sein. Hey, das muss nicht sein, oder? Wirklich. Vielleicht für das eine kleine, sorry, aber ich bin mir ganz sicher, wenn die sich treffen, dann unterhalten sie sich wie zwei erwachsene Männer und die geben sich die Hand. Ich bin mir wirklich auch sicher, ja, mit meinem Bruder Manuelsen kann man reden. Das ist natürlich einer, der ist schnell getriggert. Ja, also auf jeden Fall. Das war auch nicht abgesprochen oder sonst irgendwas. Ich habe ein weißes Polo gehabt und der hat ein weißes Shirt gehabt. Und dann ich wollte das nicht mal sagen, Alter. Das hört man ja auch aus, wenn man das richtig hat. Aber auch nicht schlimm. Ist doch nicht schlimm, Mann. Ist doch nicht schlimm. Ihr wollt über Rassismus, dann reden wir über Rassismus. Komm, aber nicht so. Nicht in dieser Art und Weise. So tolerieren wir das nicht. Weil wir sind weder Rassisten, noch haben wir hier irgendwas über schwarze, gelbe, rote, sonst irgendwelche Hautfarben, was es gibt, jemals irgendwas erwähnt. Ja? Also Leute, ihr seht es selber auch, ne? Und ich will nur noch etwas noch vom Bösemann hören und danach mache ich da einen Cut. Er sagt ja auch selber, das ist ihm rausgerutscht, das wollte er gar nicht, aber das hätte er dann auch rausschneiden können. Gut, jetzt ist es schon mal passiert, aber wirklich, Leute, echt,
funkt euch an, ja, funkt den, meiner Meinung nach, wirklich böser Mann, ja, funkt den Manuelsen an, du hast seine Nummer und redet einfach, ja, ich weiß, das ist von Nagold darunter sind 300, 400 Kilometer, ist ja nicht so ein Katzensprung, ich weiß, was die Entfernung bedeutet. Ja, und dann gebt euch irgendwie die Hand und das musste gar nicht medial sein. Ja, richtige Männer machen das alles hinter der Kamera und fertig aus, ja. Okay, hört auf wie diese Leute, die die ganze Zeit sagen, ich mag nichts vom YouTube, das ist nicht mein Art, aber die ganze Zeit auf YouTube irgendwas posten, ja, ich, das ist das letzte Video und so weiter. Wir wissen ja, von wem ich gerade rede. Okay, also macht das hinter der Kamera aus. Oder gibt es da irgendwas? Gibt es irgendwo ein Wort, wo ich mal irgendwas gegen irgendjemanden gesagt habe? Nein, gibt es nicht. Das gibt es nicht einfach. Das kann man aber von dir nicht behaupten. Von dir kann man das nicht behaupten. Bewaffnetes Kadro. Das ist doch ein Song von dir, oder? Bewaffnetes Kadro. Hör doch mal rein, was du da schön sagst. Du Ehrenmann. Du afrikanischer Ehrenmann. Mit serbischen Kriegsscharen kommst du, ha? Und machst du dir Vorwürfe? Das ist genau das, was ich immer meine, ne? Jetzt kommt der so daher und so weiter. Ich meine, ja, aber das hat er bestimmt auch nicht so gemeint. Ich meine, für die Leute, Albaner und Serben sind jetzt gerade nicht die dicksten Freunde, okay? Ich meine, ja. Okay. Mit serbischen Kriegsscharen kommst du. Und machst hier auf der Erde, Baba. Ja? Das ist nicht in Ordnung. Okay? Das ist nicht korrekt. Ja? Weil da ging es um Rassismusvorwürfe und das war auch ein Rassismusvorwurf, der unser Baller als Diebe und Schwarze beleidigt hat. Haben wir Stellung bezogen, ich und er, wir zwei, haben da Stellung bezogen. Auch für die Schwarzen. Ja. Auch für die Schwarzen haben wir die Fahne hochgehalten. Ja. Und das hat sich mir von dir nicht gefallen. Ja? Und dann kommt diese andere Ratte um die Ecke. Das ist ja schon genug, dass dieser Junkie aus Kreisdorf, genau, das ist ein Junkie aus Kreisdorf. Wie nennt er sich, dieser Loko Schwanzkopf? Kommt dann um die Ecke und macht jetzt hier auf Wichmar plötzlich, ja? Will jetzt den Baba, ich hätte seine albanische Zähne, was ist los, willst du zu viel Crack gebased oder was? Wo, wem albanische Zähne? Wer ist denn albanische Zähne? Auf welche albanische Glatze willst du spucken? Ja, da redet einer wieder mal echt. Da hat er recht, ne? Also, wenn du so getriggert bist, Loco, dann fahr einfach runter. Okay, Ingolstadt, ja, sein Gym kennt jeder und dann will ich mal sehen, ob du das vor ihm das gleiche auch sagen kannst. Ja, und ich bin mir ganz sicher, dass der böse Mann sich die Zähne nicht so einfach ziehen lässt. Ja? Hast du dir mal überlegt, was du da für eine Scheiße gegeben hast? Jetzt stell dir mal vor, ich oder er. Gott bewahre, wir hätten gesagt, ich spucke in deine afrikanische Fresse, zieh deine afrikanische Zähne. Was hättest du gesagt an deinen anderen? Böse Mann ist ein Rassist? Berechtigt. Dann berechtigt. Du Crack-Junkie, was willst du, redest du über Drogen oder was? Du Crack-Junkie, du hast nicht mal Führerschein. Du bist Bus und Bahn unterwegs, ich weiß alles über dich, Junge. Du wirst aus der Garage stehen müssen. Du wirst aus der Garage stehen müssen, dann findest du meinen Standort. Weil deinen kenne ich. Du wirst auf der Garage stehen.
Das ist safe. Und dieser eine, der mich Bastard genannt hat, über den will ich gar nicht reden. Das ist eine andere Thematik. Das geht in die Familiengeschichte rein. Ja, Leute, also ich mache da jetzt zu und wer das gesagt hat, ja, mit dem Bastard, ich glaube, der Typ weiß nicht, was das bedeutet. Bastard bedeutet vaterlos, also okay, immer aufpassen, was man da sagt, weil solche Sachen berühren ganz schnell die Familie, wo viele wissen, dass es bei mir tabu ist, Vater, Mutter, Schwester, Frau, Kind, das ist bei mir tabu, dass man die Familie einfach da weglassen, ja, und wenn man jemanden Bastard nennt, ja, das kann wirklich ins Auge gehen, erst recht bei meinen albanischen Brüdern, also immer schön aufpassen. Gut, das war's jetzt von mir, die Meinung, und ich sag nochmal, ich bin mir ganz sicher, hundertprozentig sicher, dass der böse Mann auf jeden Fall, auf gar keinen Fall Rassist ist. Ja, ist er auf gar keinen Fall. Ich weiß, dass es ihm rausgerutscht ist. Und meine Meinung ist wirklich, böser Mann, ruf einfach den Manuelsen an. Ja, redet am Telefon. Und dann trefft ihr euch irgendwie in der Mitte und geht schön zusammen was essen. Gebt euch die Hand, küsst euch an den Backen und macht euch halal. Ja, ich weiß, dass ihr dazu imstande seid. In diesem Sinne. Ciao, Leute. Ey, noch was. Ja, vergiss nicht das Liken und Abonnieren. Also, in diesem Sinne. Ciao, Peace. Bis zum nächsten Video.